Ja, in erster Linie war es ein Testspiel. Da gewinnen wir dann immer einige Erkenntnisse, die gut laufen und die nicht so gut laufen. Und das haben wir wieder gewonnen und das gilt es jetzt in den nächsten Trainingstagen zu bearbeiten und das dann abzustellen. Also auf jeden Fall war die Passschärfe da. Es ging alles viel schneller und koordinierter. Ich denke auch das, was uns gesagt wurde, haben wir diesmal besser umgesetzt. Gerade das Verschieben im Mittelfeld hat besser geklappt, Räume wurden besser zugestellt und deswegen ist es dann auch ein besseres Spiel geworden. Ich glaube, das ist Fußball, da macht, sind wir alles Menschen und da macht jeder auch mal Fehler. Und das ist heute leider uns einmal mehr passiert als Condor. Und, aber nichtsdestotrotz haben wir auch gute Möglichkeiten rausgespielt, wo wir das eine oder andere Tor auch verdient hätten. Ja, ich denke, wir haben als Team ganz gut zusammengearbeitet und geben uns auf jeden Fall viel Mühe, gerade auch im Training, versuchen das alles gut umzusetzen. Und ich denke mal, in anderthalb Wochen werden wir dann bereit sein für unser erstes Punktspiel. Wir hatten letzte Woche auch schon einen Regionalligisten zum Testspiel, da war es ähnlich. Und da waren die Regionalligisten, so wie heute Condor, waren ein bisschen abgebrühter vorm Tor, was uns noch ein bisschen fehlt. Aber ich hoffe, dass das dann bei uns auch kommt und dass wir dann auch ein bisschen abgebrühter vom Tor dann werden.